Herzlich willkommen zu Powerplay, dem Sportmagazin im Essener Kabelfernsehen. Sie sehen es, wir sind wieder an der Eishalle. Es gibt eine neue Saison, hatte man nicht unbedingt mitgerechnet. Da hatten ja schon viele Schwarzmaler auch gesagt, es geht gar nicht mehr weiter. Gespielt wird in der Regionalliga. Nach der Insolvenz der GmbH fängt nun der Spielbetrieb in dieser Saison mit den Moskitos Essen, mit dem Grundverein an. Und das ist dann hauptsächlich die ehemalige Jugendabteilung, die diesen Spielbetrieb jetzt stellt. Und im Endeffekt jetzt eine verbesserte Juniorenmannschaft am Start in der Regionalliga. Das Sommerfest auch deutlich heruntergefahren, direkt an der Eishalle. Eine Band. Viele Fans wollten sich und haben sich auch bereits vom Verein, von den Moskitos, abgewandt, wollen nicht mehr zu den Heimspielen kommen. Viele wollen nur noch zu den Auswärtsspielen fahren. Jeder muss es selbst entscheiden, ob er noch zu den Moskitos geht oder nicht. Wir werden es von Zeit zu Zeit tun. Und insgesamt waren es 685 Zuschauer, die den ersten Auftritt der Junioren, das heißt jetzt der ersten Mannschaft, sehen wollten. Angeführt wird die Mannschaft vom Kapitän Nico Bitter. Wir haben alle Spieler mal beim Anlauf für sie aufgeführt.
sehr junge Mannschaft. Der älteste im Team, Pierre Schulz, der Neuzugang aus Dortmund. Hier hatten wir gerade im Bild nochmal die beiden Ausländer der Mannschaft. Das ist zum einen David Bromé aus Schweden. Er wird mit der 86 stürmen. Und Kevin Pusten mit der Nummer 20. Der kommt von den Amstel Tigers Amsterdam und ist aktueller Nationalspieler der Niederlande. Ja, das war Nico Bitter, kurz im Gespräch mit Thomas Münstermann, dem Hallensprecher. Und es sollten noch einige weitere Gesprächspartner auf dem Eis folgen. Ja, die Mannschaftsvorstellung kurz, knapp, informativ gehalten. Die ganze Sache relativ kurzweilig, nicht in die Länge gestreckt. Und da sollte natürlich auch einer nicht fehlen, der verantwortlich ist für die ganze Sache, Trainer Juris Krumminsch. Auf ihn wartet eine Menge Arbeit. Aber so ganz chancenlos werden die Jungs sicherlich nicht sein in der Liga. Platz 1, den kann man sicherlich schon an Dortmund vergeben. Top besetzt. Ein guter Sponsor dahinter. Aber dann die Plätze darauf. Da könnten sich auch dann die Moskitos wiederfinden. Neuss sicherlich ein Kandidat. Ratingen. Aber auch die Hammer haben sich verstärkt mit zwei College Boys. Da muss man abwarten, wie sich vor allen Dingen die jungen Spieler hier an diese Liga gewöhnen. Wir sind immerhin einige davon Vize-Deutscher Meister in den Junioren gewesen. Im letzten Jahr Platz 3 der Junioren. Und dann Präsident Dittmann am Mikrofon. Gewählte Präsident Stefan Dittmann, und einige Zeit später sollte es dann zum ersten Testspiel am Westbahnhof kommen. Die neue erste Mannschaft der Moskitos traf auf die Neusser Löwen, und an deren Bande steht André Fuchs, ein alter Bekannter. Boris Fuchs auf dem Eis noch dabei, und auch ein alter Bekannter wurde vor kurzem erst verpflichtet. André Grein spielt dieses Jahr in Neuss. Ralf Dimmers, der Schiedsrichter, den haben wir ja schon lange bei keiner Seniorenmannschaft mehr am Westbahnhof gesehen. Jetzt wird er sicherlich wieder häufiger eine Partie in der Eishalle leiten. Auch die Neusser hatten sich noch mit zwei US-Boys verstärkt. Die waren am Tag zuvor erst eingeflogen. Das ist zum einen mit der Nummer 13 Rob Campbell und mit der 27 der Verteidiger Joe Capellano. Erste Chance. Das war Kevin Brüsten. Andreas Schrilz, der Torhüter, kann da soeben noch die Scheibe blockieren. Gundlach, der Torhüter, wird sicherlich nicht zu den Schwächeren der Liga gehören. Seine Leistungen bei den Junioren waren regelmäßig überdurchschnittlich. Da ein ganz böses Foul von Boris Ackermann. Er nimmt Robbie Hein hiermit, ein harter Kniecheck.
Er muss vom Eis und konnte nicht mehr spielen. Und da gibt es zwar den Nachschuss, aber wir haben den Pfiff gehört. Zuvor war das Spiel bereits unterbrochen. Da wird Bromé benommen. Hier sehen wir warum. Hier wird er in die Bande gecheckt von Ronny Sassen. Und da hat Sassen Glück, dass er nicht mit einer Spieldauer vom Eis muss. Bromé blieb liegen. Musste ins Krankenhaus genäht werden. Und da die Notbremse. Überzahl. Schulz weit vor seinem Tor. Und da hat Gundlach Glück. Auf der anderen Seite die Scheibe abgefangen. Sicherlich viel Aktion, überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir bis jetzt gezeigt haben. In der Regionalliga geht es da schon ein wenig rustikaler zum Teil zu. Und spielerisch ist das natürlich längst nicht auf dem Level. Wird es auch die gesamte Saison nie werden. Aber die Jungs, die werden, das kann man jetzt schon sagen, jederzeit kämpfen, fighten. Und vielleicht werden sie sich auch im Laufe der Saison spielerisch deutlich steigern, verbessern, wenn sie sich erst einmal an die Liga gewöhnt haben. Und hier fällt das erste Tor. Alexander Brinkmann. 1:0 in Überzahl. Schulz kann die Scheibe nicht festhalten, sie rutscht durch die Hosenträger. Und noch einmal eine Chance, fast mit der Sirene. Ja, und dann kommen die Moskitos einfach zu spät aus der Kabine. Wenn die 15 Minuten Pause vorbei sind, muss die Mannschaft spielfähig auf dem Eis sein. Das war sie nicht 2 Minuten. Also Unterzahl und Gundlach gegen Udo Szafranski. Fanghand, der Essener Goalie und dann Holger Schulz und Nico Bitter. Auch solche Szenen werden wir sicherlich in dieser Saison häufiger erleben. Wie gesagt, Eishockey in der Regionalliga ist oft sehr rustikal.
Da wird die Grenze des Erlaubten sehr häufig überschritten und leider auch von den Schiedsrichtern sehr häufig toleriert. So, hier Kevin Brüsten hält drauf. 2:0. Gleich noch eine Chance für die Moskitos. Maris Grumitsch verzockt. Dann ein unglückliches Gegentor. Rob Campbell. Fliegt die Scheibe nach oben und dann genau ins Tor. Gundlach in höchster Not, aber er hält. Nächste Chance, Neuss. Und wieder Gundlach mit dem Schoner. Und danach den Schuss mit der Fangerhand runtergepflückt. Hier ist er dann machtlos. Erneut Campbell, der Torschütze. Vom Bulli weg, diese Szene, Jan Werner, 3:2, Moskitos gehen wieder in Führung. Und noch einmal die Moskitos mit der nächsten Chance. Wir sehen die Wiederholung. Strülz überrascht. Moskitos im ersten Spiel hinten noch teilweise zu offen. Immer wieder die Unterzahlsituation. Hier hatten wir gerade mit der 20 Boris Fuchs. Und der sieht in dieser Situation das 4:2 durch Kevin Brüsten. Peter Schrilz hatte zwar seinen Helm verloren bei der Situation. Aber es war noch nicht abgepfiffen. Von daher zählt der Treffer. Okay, Wiederholung, Maris Krumitsch. Und dann geht der Helm jetzt runter, aber da ist die Scheibe schon im Tor. Richtig gesehen von Schiedsrichter Dimmers und auch von seinem Linienrichter, der mitgelaufen war. 4:2.
Die Neusser wieder mit 2 auf 1. Und der sitzt. Wurde dann letztendlich Stülz als Schütze angegeben. Und da verpasst Christian Nieberle. Wir sind im letzten Drittel. 4:3 für die Moskitos. Und wieder Gundlach hinten. Auf der Fanghandseite schwer zu schlagen. Und Maris Krummensch macht das 5:3. Wieder so eine Situation vom Bullypunkt. Neusser hatten ja bereits ein Testspiel absolvieren können. Für die Moskitos war dies der erste Auftritt. Und viel Eiszeiten hatte man zuvor ja auch nicht, nachdem ja etwas an der Kühlanlage repariert werden musste. Gab es erst sehr kurz vor diesem Spiel wirklich Eis in Essen. Ein paar Trainingseinheiten in Wesel, mehr nicht. Hatte diese Mannschaft von Joris Krummensch bisher absolvieren können. Daher sah der Auftritt doch schon sehr ordentlich aus. Wir sind in der Schlussphase. Und dann ein schönes Tor von André Grein. Oben ins Eck, nicht zu halten für Gundlach. Kann er schließlich auch nicht das gesamte Tor ausfüllen. Hatte unten und das kurze Eck dicht. Fabian Sondern hier bei dieser Situation hatte auch Bekanntschaft mit der Bande gemacht. Hier nochmal das Tor. Dann die Auszeit. André Fuchs stimmt seine Mannschaft nochmal ein. Bei den Moskitos hat Nico Bitter das Sagen in der Situation. Torwart raus bei Neuss. Und da wird Druck auf den puckführenden Spieler ausgeübt. Der lange Schuss und Nico Bitter ist es selber, der das 6:4 erzielt. Damit war beim ersten Spiel dieser neu formierten Mannschaft in der Regionalliga auch der erste Sieg perfekt. Ich denke, die Jungs haben sich ein bisschen mehr Unterstützung von den Zuschauern durchaus verdient. Sie sind schließlich nicht diejenigen, die schuld sind, dass wir kein Eishockey mehr in der Regionalliga, dass wir kein Eishockey mehr in der Bundesliga sehen können.
Sie werden in dieser Liga, wo sie jetzt spielen, alles geben und sie freuen sich zu Recht hier über den ersten Sieg. Vergessen, das sollte man nicht, was passiert ist im letzten Jahr. Aber man sollte trotzdem weiter zum Essener Eishockey gehen, denn es geht letztendlich um das Eishockey und um diese Jungs. Und die freuen sich hier zu Recht, wie gesagt. Das war das erste Spiel der Moskitos in dieser Saison. Das zweite Spiel an einem Tag wurde in Dienstlaken mit 7:2 gewonnen. Das zeigt, dass diese Mannschaft nicht nur Freude beim Feiern, auch Freude am Spielen hat. Torhüter Peter Gundlach mit der Extra-Runde. Das war's zum ersten Spiel der Moskitos der Saison 2008-2009.